So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Zestiria. Wir sind immer noch im Damensee, in der Stadt Damensee, und haben gerade erfahren, also haben in der letzten Folge hier vom Turtles, also von diesem Turtle, eine Karte gekauft und haben hier von den Jungs erfahren, dass einer von ihnen verschwunden ist, oder sag ich mal, noch nicht zurück ist. Und zwar hier unten. In diesem Wasserlauf, der da, diese Tür da ist. Ich wollte noch mal kurz gucken. Hier liegt nichts. Gut. Dann treten wir ein. Are you going? Yeah, I'm worried about anyone who isn't coming back. Saray. Tada. Eintreten. Und wir sind. You can feel it, can't you? I can. There's definitely strong malevolence coming from the center of town. I must say, your ability is indeed impeccable. It looks like you're acclimating to your power already, far faster than I'd even imagined. I am? The day when you will come into the true power of the Shepherd is not far off. What kind of power is that? Oh, sorry about that. You were saying? Well, we'll find out soon enough. Yep. Ich finde das so geil. Sie lenkt immer mit irgendwas ab, wenn sie keine Lust hat, eigentlich da auf eine Frage zu antworten. Das finde ich eigentlich total witzig bei ihr. So, wir sind, ich weiß gar nicht, wie nennt sich der Bereich? Unterirdischer Vivia-Aquädukt. Unterirdisches Vivia-Aquädukt, dann gucken wir mal. Ein Alien. Der hat gerade einen Typen getroffen. Get back! No way. I'm helping too. I told you, Lila and I have this. Get back! Warum soll er nicht helfen? Inside be okay if we hit them? Slimes can soften physical attacks with their bodies. Does that mean it's harder to defeat them? No, I just meant that the person inside should be fine. Well, there's some good news. Bye. Come hither. Forward surge. Be gone. No stick. This is my path. Ready? Focus your efforts. Yes. Yeah. Ready? Now then. Ready? Come hither. Concentrate your attacks. Yes. Tiger Blade! Strike! All right! Ready? Aua! So. Wir machen hier mal schnell ein Apfelgummi einschmeißen. Arzt hier. Zack, 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 zack. Na bitte. Eine Segenskugel und einen kupfernen Schlüssel erhalten. Seraphines Arts. Figuren, die seraphische Arts nutzen, setzen Angriffe mit größerer Kraft und Reichweite ein als Kriegs- oder verborgene Arts. Dies kostet sie jedoch längere Wirkungszeit. Wenn du X nach der benötigten Wirkungszeit gedrückt hältst, bleiben die Arts geladen. Während du mit linken Sticks das Ziel wechselt, um beliebig abzufeuern. Alles klar.
Thank you for rescuing me. What on earth happened? He wouldn't believe you even if you told him. You were drowning. I was? Thank goodness you showed up then. I should head back and lie down for a bit. I'm fine, I promise. I can get back by myself. Alright then. Now we can romp around the ruins without that weighing on our minds. Nicolio? From now on, I'm fighting too. But you don't have the power of purification. So what are you asking me to do? Stand around behind you and twiddle my thumbs? I didn't come along just to be a liability for you. Nicolio. Lila, is there any way I could use the power of purification as well? There is one way. You could become a sublord and place your power alongside mine. And like me, you would need to dwell inside Saray, my vessel. I'll do it. No, hold on now. You need to think about this first. I need to think about this? I don't recall a whole lot of thinking when you decided to become a shepherd. That was completely different. Is purifying Hellions your life dream? I doubt it. I am a Seraph. Hellions are my natural enemy. Is it so strange that I should want to eliminate them? I don't know. Do frogs try to eliminate snakes? Am I a frog to you? Why are you getting so hysterical? Listen to me, Mikleo. I'm not getting hysterical. Mikleo. Your liability will be waiting back at the inn. Saray, we should go after him. He said he's going back. Let him have his way. I see. This is youth, brotherhood between men. Hmm? But even so, you should know what you did was cruel. Surely you understand how Mikleo feels, don't you? I've decided. Huh? About what? Moving on ahead. Yes, this is a fine idea. I don't even get what you're talking about. Well, the ruins won't explore themselves, though that would be grand. Sie ist strange. Einfach strange. Kupferner Schlüssel, einen Schlüssel für bronzene Schatztruhen und bestimmte Türen. Hey, cool, dann können wir jetzt die bronzenen Schatztruhen. Some of us are low on health. Anscheinend wohl öffnen. Finde ich cool. Weil, Feuer. Alter. Saray, I'm counting on you. There are some that grow larger when they become Hellions. But it's way bigger than the ones we've seen. Ready? Strike! Hang on, everyone! Meine Güte. Ready? Ready? Halleluja. Drei Arten von Arts. Kriegs-, Verborgene und Seraphische Arts stehen einander entgegengesetzt gegenüber. Kriegsarts stören seraphische Arts. Beim Wirken verborgener Arts bringen dich Kriegsarts nicht zum Taumeln. Beim Wirken von seraphischen Arts bringen dich verborgene Arts nicht zum Taumeln. Nutzt ein Feind folglich nur eine Art Arts, kannst du ihn mit der überlegenen Art-Typ schlagen. Okay, also das ist so, ne, wieder sowas wie, hey, du, der hat die Schwäche da. Ist auch geil. Ich kann hier lang gehen, aber hier ist nichts. Außer jetzt ein Gegner, aber, ne? Naja. Gucken wir mal weiter. Prüfen. Can you figure out how to open it? A door with no keyhole, marked with the crest of the Kingdom of Highland. This is no door. Is it? It's a seal. A seal, is it? When authorities find relics or artifacts that are politically inconvenient for the current regime, they tend to brand them forbidden and seal them away from prying eyes. And if the seal was placed there by the royal family, that would suggest the key is connected to them as well.
Huh? What's up? You certainly are quite the budding archaeologist. Yeah. Ever since childhood, exploring ruins was pretty much the only hobby Mikleo and I ever had. That Mikleo, if I ever discovered anything, he'd run out the next day and discover something else. And? Oh, that's about it. Can you unlock the seal? Oh, right. I think I'll examine the door a bit more. Die Tür etwas näher angucken. Und da ist ja das Siegel der Familie drauf. Ich schätze mal, dieses Messer, was wir von Dings haben, könnte helfen. Dieses hier komische Dolch, den wir... Ja, ein Objekt verwenden. Und zwar haben wir ja bei den Wertsachen das königliche Messer, das vermutlich Alicia bei sich trägt. Verziert mit dem königlichen Wappen von Highland. Das wird es nämlich sein. Weil das königliche Siegel muss da halt. Yes. Well, it certainly is a unique key. It looks just like a knife. That's 'cause it is. Genau. Weil das ist im Grunde die Sache. Das, Is that a monolith? Hier. Schwierigkeitsgrade. Okay. Das, weil das halt in der Hinsicht ein Siegelschlüssel. Wow, 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 wow. Saray, I'm counting on you. Such signs are commonly seen around this area. They aren't very strong, but watch out for their spewing attacks. Zack, 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 zack. Zack, zack. Purification complete. Zorys Kampftalente. Zoray ist ein konventioneller Schwertkämpfer. Seine Kreisarts sind schnell, mit denen er vorher seine X. Okay. Egal. Egal. Ist viel zu lesen gerade. Hui, Rutschparty. Oh, guck mal, ein Turtle. Wenn das kein Turtle ist. Hi. Reich von finster Turtles. Schildkröte zagt hereinspaziert. Willkommen im Reich von finster Turtles. Wir nehmen alle Befehle entgegen, jederzeit von allen, wenn wir dadurch etwas Kohle kriegen. Diese Art von Spielern sind wir hier im Reich von Finster Turtles. Im Grunde ist es ein Shop. Ich habe hier zum Beispiel jetzt ein paar Sachen. Bernsteinschwert. Sogar noch ein besseres Bernsteinschwert. Ach, ich habe da sogar eins im Besitz von. Sehe ich gerade. Bernsteinohrringe. Bernsteinschleife. Tiara-Dings. Bernsteinstiefel. Apfelgummi. Ne, die habe ich anscheinend im Besitz. Warte mal. Verschmelzen. Okay. Warum sagt er mir, ich habe zweimal Bernsteinschwert, wenn ich nur einmal habe? Zur Ausrüstung. Guck mal, du. Guck mal, der hat nämlich nur eins. Hab auch da nur eins, da nur eins. Das. Naja. Okay. Dauer der Werterhöhung 15% oder halt KP-Wiederherstellung bei SA-Einsatz plus Dings. Ich glaube, das hole ich einmal. Ja, wir rüsten es auch gleich aus. Und den will ich
haben. So, verschmelzen. Ah, alles klar. Das ist natürlich uncool, aber okay. Hey. Zur Ausrüstung, warte mal. Da kann ich doch eigentlich eher... Dann nehme ich lieber den. Und lass hier das... Nicht genügend Geld. Okay. Dann muss ich was verkaufen. Komm. Drei davon. So, verschmelzen. Und dann lassen wir die beiden mal verschmelzen. So. Haben wir das schon mal. Ich glaube, ich lasse das aber auch alles erstmal. Ne? Wir finden ja eh noch Sachen. So, Trank des Lebens, hey. So, Sesam, öffne dich. So, okay. Da drüben haben wir auf jeden Fall auch noch mal eine Truhe Bernsteinpapier. Okay, das ist interessant. Ausrüstung Layla hier. KP bei erfolgreicher Betäubung oder bei KP wiederherstellen bei erfolgreichen Ausweichen. Lassen wir mal bei dem Ausweichen. So. Okay. Gute Frage. Keine Ahnung. Da komme ich so noch nicht weiter. Dann gehen wir erstmal hier lang. Na, guck mal, eine Kugel. Wow. Check it out. That sword is ginormous. This is an altar to the sacred blade. It was constructed in the era of Asgard. Lila, do you know about this? Lila? Hm. Ich schätze mal, es geht um die farbige Kugel da oben. Ne? What's that? This is where I formed the pact with the previous shepherd. Really? But then, why couldn't you tell us before? You and Miklio looked like you were both having so much fun. I didn't want to go and sour your explorer spirit by spoiling the end. And on top of that, I kept silent for your sake. For my sake? I want you to understand, you must not feel obligated to bear the world's burden on your shoulders alone. Huh? So, how does it feel having reached these ruins? You don't feel as excited as you imagined you might be, right? By any chance, do you know why this is? Well... You do not wish for your friends to share the burden of your duty. Is that correct? I guess I'm really that transparent, aren't I? This is a problem that always arises between the Shepherd and their Seraphim friends, no matter the era. Saray, you must understand how Miklio feels, do you not? Yeah. Very well. There is nothing left for me to tell you. Thank you, Lila. And now, allow me to show you the real reason I brought you all the way here. I want to bestow this onto you. A jewel? They are called iris gems in the world of humans. But they are originally known as the Earthen Historia. Iris gems, Earthen Historia. So, can you see anything? Huh? Like what?
The object you are holding allows those with resonance, that is, the ability to sense seraphim, to see the memories that are contained within. They should serve you well as guideposts in your search for the Lord of Calamity. Hmm? But I can't see anything. You can't? Hmm. That certainly is odd. Saray? Let's head back. There's nothing more we can find out. But... Hey, we can come back anytime we need to. Indeed. And with Miklio, of course. Genau. Aber wir gehen noch nicht zurück. Oh, dieses Bild ist einfach geil mit dem Schwert da im Hintergrund, mit diesem Altar. Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht. Hier an dieser Stelle.